Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Subnautica-Tutorial. Heute zeige ich euch den zweiten Weg zum Lost River. Ich stehe hier wieder auf meiner Rettungskapsel. Ihr habt gesehen, wo die Aurora ist. Und ich zeige euch in diesem Video den zweiten von insgesamt drei Wegen zum Lost River. Ich würde sagen, das ist der kürzeste. Aber nicht viel kürzer. Also wichtig, ihr müsst euch gegen Nordwesten ausrichten, ein bisschen rechts von Nordwesten und dann geht die Fahrt los mit der Seemotte. Wichtig, Tiefenmodul 3 installiert haben, damit ihr bis auf 900 Metern Tiefe kommt und auch das Sonar ist sehr hilfreich in diesen dunklen Gefilden. Dann geht's hier mal runter. Und wie ich schon im vorherigen Video gesagt habe, es geht darum, in diesem Spiel in die Tiefe zu gehen, nicht unbedingt in die Weite. Da haben wir ein kleines Loch, aber das ist... Nee, das ist nichts. Weiter. Das ist der zweite Weg zum Lost River. Es gibt insgesamt drei verschiedene Wege dort runter. Und die kommen dann alle an einem Ort zusammen, wie eine Kreuzung fast, und dort lohnt es sich, eine Base zu bauen. Dann kommen hier auch wieder diese verdächtigen Bäume. Mit diesen vielen Ästen ohne Blätter. Da wisst ihr schon, da geht's in die Tiefe. Okay, und dann geht's hier runter. Müsst ihr hier einfach steil in diese Spalte. Die Öffnung ist nicht so groß wie beim ersten Weg, also ist nicht so offensichtlich. Und ihr müsst hier am Anfang auch noch nicht so tief runter. Also, und da beginnt der Lost River. Wieder der Schwefelfluss und die Dämpfe. Auch hier im Schwefelfluss findet ihr kristallines Schwefel. Aber wenn ihr das rausholen wollt, dann nehmt ihr ziemlich viel Schaden. Bitte sag mir doch einer, wie ich das rausholen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ich habe das schon mit dem Krebs probiert, aber das funktioniert auch nicht. Also bitte Kommentar da lassen, falls jemand mehr weiß. Dann hier drüber diesen Wasserfall runter, dann geht es hier nochmal ziemlich steil nach unten. Und ihr seht, wir sind jetzt dann schon fast auf 700 Metern. Und die Seemotte kann maximal 900 verkraften, also ist da, also ihr müsst hier jetzt nicht aufpassen, weil in diesem Bereich kommt hier nicht weiter als, keine Ahnung, 850. Aber es gibt eine Stelle hier im Lost River, wo ihr wirklich aufpassen müsst. So, und dann wären wir hier schon bei meiner Base im Lost River. Das ist hier praktisch, weil das kann mit Wärmekraft betrieben werden, weil da ein paar Vulkane sind. Praktisch und auch als Drehscheibe hier in dieser Kreuzung macht das Sinn. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Video, wo ich euch den dritten Weg zeige.